Moin zusammen, heute geht es um diese Taylor GS Mini in Mahagoni, die ich euch gerne einmal vorstellen würde. Und zwar im Vergleich mit meiner 214er. Die ist ja nun doch ein Stückchen kleiner hier, die GS Mini. Aber ich finde, die muss ich klanglich definitiv überhaupt nicht gegenüber der großen verstecken. Oder hinter der großen verstecken. Ich mache jetzt ein paar Tonbeispiele und dann schauen wir mal, was da so bei rauskommt. Ich muss vorher noch ein paar Mikrofone hier aufbauen, damit das klanglich auch ein bisschen feiner wird. Aber dann geht's auch gleich los.